The StarCraft ESL Major Series is brought to you by... Genau, für die, die wissen wollen, wie es jetzt weiter getaggt, wird es jetzt hier in einem Public Game verhauen lassen. Ich werde sie vernichten. Wirst du jetzt sehen, wenn ich hier mal ein Spiel finde. Du wirst zernichten. Du meinst zernichtet? Du kannst doch hier gegen den Typ hier spielen. Obwohl, nee. Du kannst doch gegen Horror spielen. Horror ist so schlecht. Aber erst aufsehen müsste er, nee, lieber nicht. So, jetzt hier. Ah, nee, ist das der gleiche von gerade? Ah, ist der gleiche von gerade. Ah, wir haben gerade Seitenprobleme. Leider, leider. Hier, take join. wird ja so lange. Jawohl. Der ist übrigens nur D. Ja, ist egal, das machen wir. Nee, das ist jemand anders. Nee. Doch, geh mal hoch, was ist denn sein Rank? Ah, ja, SD, so gerade. D plus meinst du? Ja, dann spiel doch hier. Ja, SD plus so gerade, dann spiel doch gegen hier irgendjemand aus der Community. Ja, ist ja K-Tom oder so. Also, Macht sogar ein Game auf mit 101 D plus Tau Take Join. Tau, die Map Tau, ich vorhin das erste Mal gespielt, die ging mir überhaupt auf den Sack. Ich mach mal D&D an jetzt. Ja, genau. Also, Take hat sich hier einen Gegner gesucht. Wenn er es schafft, C- zu knacken, dann spiele ich vielleicht ein Game. Schauen wir mal. Ja. Aber jetzt muss der Dennis endlich mal hier sein Ego raushängen lassen. Warum? Ich verliere so viel. Ist unglaublich. Boah, ist die Maus schon eingestellt. Boah. Das ist deine eigene Maus, oder nicht? Ja, aber die stellt halt runter. Menü, Mauseinstellungen. Ja. Muss ich mal Pause machen jetzt gleich. Warte, bevor wir reingehen, mache ich noch mal kurz Pause. Sec. Wo ist hier Pause? Oh. Bei Pause Game. So, Maus. Warum stellst du es nicht im BW um? Nein, ist doch egal. Geht das? Ja, geht auch, aber es macht nichts. Und stell die Maus halt hier im Windows um. So schlimm ist das nicht. Du wirst es schon schaffen. Ja, das ist halt von Maus zu Maus total abhängig, wie schnell das ist. Das ist super krass. Die andere ist super langsam. Eigentlich nicht. Also meine Razer überschreibt einfach immer per Default. Go. Einfach immer irgendwie alle Settings, die aber meine auf maximale... Jetzt hast du... Mach ein Resume Game. Ja, der ist doch gerade erst rausgekommen. Das ist schon alles in Ordnung so. Ja, also, Wall-In auf der Map ist relativ schwierig möglich, deswegen. Aber die Wege sind relativ lang, deswegen brauchst du die ja so, eigentlich. Kriegen wir hier einen Sound? Keine Ahnung. Ja, das ist der Sound. Besser. Dankeschön, Regie. Also, Regie macht heute richtig, richtig coolen Job. Ich vernichte den jetzt. Ich habe ein schlechtes Gefühl, aber egal. Naja, wir schauen mal. Ich hatte den Stream ja an nebenbei. Ich versuche dann gleich nochmal zu rekapitulieren, wer so alles drin ist. Wieso los? Leckt es? Ach, keine Ahnung, kann schon mal passieren. Ich baue hier ins Depot rein, ne? Vielleicht lädt er ein... Ja, du baust jetzt ein Depot, genau. Du weißt ja, wie du es bauen musst. Naja, deine Baracke nicht so wie der Toss. Genau, die Baracke baust du dann einfach gleich direkt hinter dem CC, ja? Einfach dahinter. Hier. Du fliegst ja genau, einfach dahin. Du fliegst ja gleich weg oder irgendwann weg, bevor du das Dings machst. Und die Factory baust du dann irgendwie über der Baracke. Und dann kannst du das eigentlich relativ gut verteidigen, dass wenn er sich überlegt, dich zu cheesen. Ich meine, es gibt jetzt hier neun Mineral Blocks. Es gibt hier neun Mineralienblöcke, ja. Für die Leute, die das nicht wissen. Genau. Wie zum Beispiel der nette Herr neben mir, der mich flamen wollte. Ey, nein, Bitchen, das sind schon neun. Ich tue nur meinen Job. Baracke. Wie denn? Geht da noch nicht? Baracke. Genau, Dennis hat sich also entschieden, nicht zeitgleich Baracke und Gas zu bauen, sondern einfach bei 11 D-Rex bei 12 das Gas. Ja. Das klappt aber auch bisher ganz gut. Das klappt bei ihm ganz gut, genau. Es gibt ja auch die Variante 12-12 zu spielen. Der Vorteil dabei ist halt, ruckeln doch nicht so. Dass du mit dem SCV da die Baracke baut, auch zeitgleich direkt. Du kannst mal scouten gehen übrigens. Ich bin immer ein Fan von Frühscouten. Also bei 12-12 der Vorteil, der SCV da die Baracke baut, hier hat, kann direkt danach, wenn er unter unten, genau. Ein bisschen weiter rechts unten, aber ist egal, das können wir gleich noch. Der Vorteil ist, dass du direkt weiter die Factory bauen kannst, dass kein Delay da ist. So muss der SCV nochmal zurück und das dauert ein paar Sekunden. Dafür ist die Factory insgesamt ein bisschen später als so. Also, aber nicht viel. Also das tut sich alles nichts. Es ist ein bisschen, also so vom Timing ist es insgesamt ein bisschen schöner, wenn du 12-12 machst. Es fühlt sich ein bisschen schöner, ein bisschen geschmeidiger an, das war das Wort, das ich gesucht habe. Aber abgesehen davon. So. Geht das alles. Dennis, mach mal du brauchst noch keinen Marine, nee. Nee. Factory kannst du jetzt bauen. Da ist dein Dings, genau. Entweder unter die Facts oder neben die. Ja. Du weißt, wo dein Ausgang ist, denn die Fact steht viel zu weit unten. Aber tendenziell. Aber ist egal. Den Fehler machen wir beim nächsten Mal nicht. Da war er nicht. Sicher? Ja, weiß nicht. Fahren wir zur 6. Schweißt du deine Baracke an, aber es ist egal. Schick den Arbeiter, der oben links steht, auf die Stinks, genau. Jetzt kannst du dir, genau. Jetzt können dir mal einen Marine, damit du diesen Arbeiter wegschleichen kannst. Er ist bestimmt nervös, oder? Ja, schau mal einen Stream. Ich hoffe, du bist nervös.
Ja klar, falls er verlieren sollte, werden wir ihn flamen. Nein, 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 kann nicht stressen, dein Marine ist doch jetzt eh fertig, da hättest du dir echt mal den Stress entspannen können. Schick den SCV zurück in die Arbeit, der wird das einfach, der Marine wird das regeln, genau. Jetzt musst du da genau, auf der 6 Uhr dein Scout-Arbeiter ist angekommen, war ein SCV, der muss weiter nach rechts fahren, da ist nur die Natural, genau. Du weißt doch, da bist du eben gestartet. War noch ein Marine. Dennis spielt übrigens immer ein Fake FE. Nee, das stimmt nicht. Doch, wenn du nicht mal zwei Fakes spielst. Aber das, genau, ist ja doch oben rechts, ist egal. Deswegen korrekt scouten und korrekte Wegpunkte setzen. Aber dazu muss man die Map kennen, das hat die Problematik. Oh. Noch ein Marine. Ich weiß nicht, ja. Schick die Marines nach vorne. Ah, ne, er hat schon wieder einen Arbeiter bei dir drin. Ne, es ist immer noch derselbe von gerade. Töte den doch, der kommt da hinten doch eh nicht vorbei. Panzer, Siege. Wo ist denn das Depot? Der Fuß ist fast fertig. Stimmt. Komm, mach mal hin jetzt hier. So, jetzt kannst du gleich auch mal ein Dings bauen, ne? Das CC anfangen. Ja. Noch nicht, aber. Da war der Cheese. Der Cheese wetten? Nö, das war doch noch. Zwei Gate, du und. Fahr mal durch. Guck mal, ob er Range macht. Und das ist halt relativ spät, das gibt zwei Gate Goon. Da ist was vor dir. Oh Gott, oh, nein. Oh Gott, du bist so tot. Wieso laufen die? Oh nein, ich hatte die Gruppen noch kurz auf 1. Ja, jetzt bist du tot. Naja, warte. Wieso Bauen die Pfund in den Eingang. Bau sofort in die Pfund in den Eingang. Stimmt. Rein da, dann kann er nicht durch. Da? Ja, da. Genau so. Und den Panzer dahinter. Dann kommt er nicht rein, dann kannst du es halten. Alter, das wird zu knapp. Na, easy going. Da, die Goons sind mir hinterhergelaufen, hast du gesehen? Ja, er versucht dich aber gleich. Lass den Marines so da stehen und gucken, was nachkommt. Jetzt brauchst du keine Marines mehr bauen. Nee, nee. Noch ein Panzer. Ich baue einen. Du brauchst einen. Angeblich, ja. Okay, ja dann. Siege ist ja auch da. Ein Siege jetzt. Ja, gut, dass du das Ding da reingebaut hast. Das Depot nicht zu Ende bauen. Abbrechen. Okay, ach. Genau das wolltest du nicht tun. Ist egal. Kannst gleich noch kaputt schießen, das ist besser. Ich greife jetzt die ganze Zeit an. Nein, nein, nein. Du brauchst nicht angreifen. Kannst gleich noch töten. Mit deinem Panzer oder so. Das dauert ja Ewigkeit. Fliegt deine Kaserne nach da vorne. Stell den anderen Panzer ein bisschen näher an den Molin auf. Vielleicht kannst du ein bisschen Druck auf ihn machen. Genau dahin. Ja, greif das Ding jetzt an mit dem Marine, mit dem SCV. Du musst übrigens ein Depot nachbauen, ne? Dein CC wird zwar gleich fertig, aber das eine wird dann sterben. Dann müsst du wieder auf ungefähr denselben Supply kommen. Also, wenn ihr das Ding da reinbaut, das ist so übrigens lingdicht. Und dann musst du, du kriegst halt lingdicht, aber das baust du halt nie zu Ende. Das ist halt verschwendetes Geld, weil du halt sowas 100 Münz verschwendet und der kriegt halt 5 Dings zurück. Nimm mal deinen Marine und Scout Hopper Axt. Ne, nicht den anderen. Der mitten auf der Map steht, genau. Also, immer ist Units. Das benutzen. Genau, das ist die Natural. Hast du noch einen Panzer? Du musst jetzt ganz vorsichtig sein, ne? Er wird sich vorsiechen. Ebay brauchst du auch. Du musst dich jetzt ganz vorsichtig vorsiechen. Ah, da einstellen, genau. Land. Bau das Bader. Flieg die Barracks hoch, genau. Versuch deine Units. Oh, Alter. Panzer wieder aufstellen. Jetzt musst du da wieder in die Wieso lädt es denn so hart immer in diesen Momenten? Boah, dann versuch das Depot wieder rein. Nee, den nicht aufbauen. Units rüber sliden, muss SCVs durchschneiden. Ja, das ist halt das, was passiert. Du hast halt deine. Du weißt, dass er zwei Facts macht. Dass er zwei Dings macht. Ja, ist egal, jetzt müssen Panzer abbauen. Scheiß auf die Rakes erstmal. Reparier den. Bring das CC ein bisschen weiter nach vorne. Er kommt wieder. Heiz! Ruf doch! Ah, wie affig. Ja, jetzt hast du ihn eingekreist. Gut, nein, doch nicht. Das funktioniert nicht wie bei Dings, dass sie die automatisch surrounden. Hä, die surrounden nicht automatisch? Nein. Bei Warcraft 3 ja schon. Nein. Doch. Quatsch. Klar, Move drauf, dann surrounden die automatisch. Das hab ich doch schon gelernt. Cancel das eBay, land dein CC wieder in der Main. Reparier den Panzer mit allem. Bin dabei. Order, sir. Order,
Destination. Proceeding. Aufbauen, drauf, locken. Du musst auf mehr Panzer warten, also wenn er zwei Gates geht, kannst du so schnell eingelaufen werden. Du bist so unsicher mit deinem Panzer. Ja, genau, das passiert jetzt wieder. Das war gut. Ja, schön geblockt. Das war wichtig. Das hat eigentlich kaum verloren. Jetzt landet die Barker da vorne, damit das dazu ist. Schicken SUV raus und versuchen. Er kommt wieder. SUVs, den SUVs nach oben. Direkt blocken, direkt von vorne blocken. Richtig. Mit den hinteren reparieren, den Panzer. Ah, ganz klar. Du hast wieder einen Panzer fertig. Zwei. Jetzt kannst du zeigen. Einfache Tech-Move, brauchst nicht. Schick mir jetzt die Vize hin, guck, ob er die Exile hat oder nicht. Weil er alle Guns verloren hat, ist ja blöd. Ja, das war nicht gut von ihm, also er hätte jetzt abbrechen müssen gerade. Kommt halt wieder. Schick ein SCV nach unten runter. Brauchst die Rex nicht mehr reparieren, das reicht. Du kannst einen hier oder unten lang schicken. Immer verschiedene Wege genau wissen. Nimm das Gas an deine Echse. Hab ich schon, hab ich. Okay, gut. Nicht zu aggressiv werden. Hast du ein Bay? Nein, hast du nicht. Stimmt. Bau eins. Ah, leck doch nicht. Du überschätzt dich halt immer im Early Game. Baller in die Po rein. Oder nee, schick den SUV nach unten durch. Nein, nach unten durch und genau, fest von da an seine Echse. Das hat jetzt ordentlich Kram verloren und ordentlich Zeit, aber das ist alles noch rausholbar, denke ich. Deshalb gucken wir geäxtert. Ja, das war wirklich schwach von ihm. Er heizt es auf jeden Fall. Pass auf die Panzer auf, lass die nicht nach da vorne fahren. Easy. Jeder einzelne Panzer ist wichtig. Wenn du das machst, schick ein SCV raus, wenn du wissen willst, wo das steht. Oder ein Waldschau oder irgendwas Unwichtiges. Dein CC steht übrigens falsch. Ja? Ja. Muss weiter nach oben. Soll ich das ab eben hochfliegen lassen? Oder du machst halt lange Leiter, das musst du jetzt entscheiden. Erstmal das eBay wegfliegen. Fahr rein mit dem SCV. Schade. Jetzt macht das Berserker. Jetzt schick nochmal so einen da lang und guck, ob er die dritte Echse nimmt. Vorne deine Rex. Ja, es ruckelt halt schon echt oft. Ohne Rex ist schlecht. Ja, du wirst jetzt eh defensiv spielen müssen. Ja, ich brauche eine Rex, um... Genau, du hast jetzt eine Rex. Guck mal, wie viel Panzer draus. Sieht dich mal ganz langsam vor, du weißt ganz genau. Bau noch einen Turm vorne, oder ein bisschen weiter vorne einen Turm bauen. So? Ja, da ungefähr. Sieht dich nach vorne, leg ein paar Minen, nimm die dritte Echse. Wo ist die dritte Echse? Da, rechts oben. Da, hier? So. Hm, da. Da willst du hin. Du möchtest ja schon, dass auf dich drauf läuft. Im Moment hat er nur Dragona. Du hast ordentlich Panzer, das geht schon. Ja, sieht schon. Ah. Nachschicken. Ah, ist ein Speedlatz dabei. Oh, das sieht nicht gut aus. Das geht wieder auf den Panzer. Ja. Ah, er verliert ordentlich jetzt. Er kriegt. Zurück. Ja, das war noch okay. Nachpumpen. Alter, leckt's bei ihm eigentlich nicht? Doch, bei ihm leckt's auch, natürlich. Wieso? Das verstehe ich übrigens nicht. Wieso es bei ihm leckt, wenn es... Also, leckt es immer bei beiden, wenn es sein ist? Ja, es leckt natürlich immer bei beiden, nicht bei dir. Ja, es ist nicht so. Wenn einer nur leckt, dann leckt halt nur einer. Ja, dann ist es aber ein Rechner leckt, dann fühlst du den, dann fühlt er den Leck nur. Aber das ist meistens eher was Langsames als ab und zu so ein Leck. Aber sowas fühlt er halt auch, weil das Spiel dadurch verzögert wird. Schick nochmal einen Scout raus, so wie eben. Er wird dich jetzt nicht mehr droppen. Meinst du? Nee, mach lieber eine Akademie. Ja, das kriegen wir auch hin. Du musst jetzt halt Akademie und ein Depot. Du musst jetzt halt eine Akademie, keine Armor. Ach so. Du musst halt die Scanner. Schick nochmal so wie eben untenrum einen Scout raus oder vielleicht einen Vulture. Und guck mal, ob der unten die Exe genommen hat, die ungefähr da ist. Genau. Und jetzt zieht dich halt weiter vor, leg Minen, bau noch einen Turm. Ja, Terraner spielen Stress. Nee, der lecke Stress. Bringt einen immer wieder raus. Nicht die Panzer nebeneinander stellen. Er hat die Echse genommen. Guck da.